Unterschied zwischen Step und Touch. Und gerade im Ultra-Beginner, also im absoluten Beginnerbereich, die Abkürzungen sind meistens AB für Absolut-Beginner oder UBI für Ultra-Beginner. Jeder beschreibt es anders. Da ist der, immer kommt es mal vor, dass der ein oder andere einen Schritt und einen Touch miteinander verwechselt. Was ist denn ein Schritt? Was ist ein Touch? Bei einem Schritt, das ist ziemlich einfach, machen wir mit einem Fuß eine Bewegung nach vorn zum Beispiel und verlagern das Gewicht auch auf diesem Fuß. Ne? Ich kann es auch immer gerne übertrieben beschreiben, wir heben den Fuß an, wir schwingen ihn etwas nach vorne, setzen ihn ab und verlagern das Gewicht auf den Fuß, nehmen den hinteren Fuß, schwingen ihn nach vorne, stellen ihn ab, verlagern das Gewicht, nennt man gehen, lernt man, wenn man so klein ist. Man kann es auch übertreiben. Ja, also bei einem Schritt, wichtig, verlagert sich das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Ob es zur Seite nach hinten gekreuzt, diagonal nach oben oder unten ist, es ist immer eine Gewichtsverlagerung von einem Fuß auf den anderen. Glücklicherweise haben wir nur zwei Füße, sonst hätte ich mit dem Zählen ein Problem. Ja, der Unterschied zu einem Touch ist natürlich ganz einfach. Bei einem Touch wird null Gewicht verlagert. Das ist einfach nur entweder eine Bodenberührung. Ja, oder, wie ich auch ziemlich häufig sage, Leute, es zwingt euch keiner, den Boden zu berühren. Wenn ihr so tut, als ob, reicht das manchmal schon völlig aus. Wenn keiner kommt mit einem Zollstock hin, ist jetzt der Fuß richtig tief am Boden, hat er den Boden berührt oder nicht. Denn bei einem Touch kann oft schon mal ein Fehler entstehen. Wenn man zum Beispiel Tipp zur Seite machen soll und Schritt nach vorne, dann haben wir Tipp, Schritt. Und sehr häufig sehe ich dann sowas wie ein Tipp-Tipp-Schritt. Und das ist ja kein Schritt, das war schon ein Rockstep, ein Pressstep zur Seite. Und das dauert dann manchmal zu lange. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr damit ein Problem habt, Tipp-Schritt, Tipp-Schritt, zeitlich nicht hinbekommt und ihr merkt selber, ups, ihr macht so einen Ausfallschritt, dann versucht den Boden nicht zu berühren. Dann habt ihr das Problem erst gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Tanzen, beim Üben, beim Lernen. Bis zum nächsten Video.